Rakim. Rakim. Hallo und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Kloppen sich zu Tode. Genau. Nur, dass dies keine Nuzlocke-Challenge ist. News des Tages. Was? Dass die Pokémon einiges stärker sind als letztes Mal. Tata. Grinding des Tages. Grinding des Tages. Genau. Von wo auch immer du das gerade her hast. Hallo. Was? Das ist alles ist in Ordnung. Keine Ahnung. Ja, und so weiter. Den Text hatten wir schon. Jo, weiß nicht, das ist immer wieder was Neues. So, hallo Drakim. Steht vor uns. Haben wir vergessen. Vorstand, eigentlich? Mhm. Vorsitzender. Ah, Vorsitzender, okay. Glaube ich. Jo. Und bei ihm würde auch Vorschlagkammer passen, aber. Das ist wohl wahr. Ja, wir haben vergessen, das Team nochmal. Das wollte ich gerade gesagt haben. Zusammen zu pappen. Ach, was soll's. Mal schwimmen auf Welser, nehme ich an. Von Keifel aus zu urteilen. Lipomantas hat Schwebe. Ja. Ja, Keifel hat Blizzard. Eben, das trifft beide. Und das macht bei Welser fast keinen Schaden. Und bei Lipomantas auch nur normal. Ach, komm. Matschbombe auf Welser, Blizzard. Okay. Und erstmal Leuten beim Sterben zusehen. Psychochinesen. Wow! Das Leveling hat Sinn gemacht. Ja! Nice, der einzige, wo das wirklich hätte schaden können. Es fängt ja gut an. Nichts Effektives ist. So schön. Ja. Ja, und damit werden die erst bei den Pokémon down wahrscheinlich. Ja. Im Moment hat es Schwebe, das heißt, es ist dem ziemlich egal. Oh. So, jetzt können wir es mal angehen. Lass mal nachdenken. Lipomantas war Boden und Flug. Psycho. Okay. Das heißt, Ampharos ist komplett sinnlos. Flora. Ich glaube, Welser hat eine Eisattacke, ne? Welser hat Eisstrahl, dürfte es haben. Ja, das ist eigentlich unsere einzige Wahl. Wir müssen Welser ziemlich schnell loswerden. Gut, also ist er Flora. Ja. Vierfach Schwäche, also. Cool, nach einer Runde aufladen, ne? Das wird sein Flora nicht überleben. Wahrscheinlich. Ach, ja. Wir werden sehen. Eben, werden wir sehen. Hast du jetzt auf Welser gemacht, oder? Nee. So. Nochmal in der Blizzard kommen. Nee. Doch. Okay. Jetzt lass mal schreien in der nächsten Runde. Das wird spannend. Mhm, dann müssen wir nämlich gleich Käfer austauschen. Wenn es das nicht überlebt. Nö. Okay, wir können Keifel austauschen. Es ist so schrecklich. So, Solarstrahl. Skorgler? Skorgler ist auch Typ Boden. Es bleibt nur Ampharos, um den Solarstrahl zu tanken. Dann Ampharos. So viel Leveling, das hat sich nichts geändert. Das ist schön. Ja, fast nostalgisch. Weil wir falsch rum angefangen haben. Ja. Haben wir ja unlimitierte Versuche. So, dann ist auf Elsa, nehme ich an. Mal so aus dem Ärmel raus. Welser ist Typ Boden. Ja, aber dann denke ich mir auch Typ Wasser oder nicht. Also ja, das ist aber so egal, wenn es Typ Boden ist. Typ Boden nullifiziert. Nullifiziert sogar, okay. Ja. Na gut, Erdung. Ja, gut. Und eben, der Moment, das ist auch Typ Boden, das ist es eben. Da haben wir jetzt der Durchbruch.
Das macht auch so verdammt viel Schaden, aber klar, auf Lippomente. Ne, warte. Ne, es ist Psycho. Ja, auf Lippomente, das sollte gehen. Okay. Ob das Schaden macht, bezweifle ich, dass das gut Schaden macht, aber. Gut, das war's schon mal wert. Jo. Ich fürchte allerdings. Ja, sehr effektiv. Das war zu erwarten. Aber es macht mehr Schaden als ein Donnerschock, der keinen Schaden macht. Ja. Genau, das Erdbeben war zu erwarten. Nämlich deswegen. Ja. Und Belzer dürfte jetzt drauf gehen. Danke. Sehr schön. Frage jetzt, was kommt jetzt? Neues Level up jetzt. Ja. Schön. Und lieber Eldrador. Aber das hieß auch die Boden. Keife. Glaub fast ein Sonnentag wäre angebracht. Keife. Ich meine, du könntest gerne Sonntag einsetzen, aber Lippomentus und Libeldra können das auch. Dann warte ich, bis die das machen. So. Lippomentus erstmal auseinandernehmen. Oh, das ist eine gute Frage. Deswegen habe ich sie gestellt. Eigentlich, ganz ehrlich, ist die Welt das größere Problem, finde ich. Okay. Da beide Typ Boden sind, kannst du wieder nur mit Durchbruch arbeiten. Ich nehme mal ja, komm. Und schon wieder Erdbeben. Ja, wie gesagt, das ist ein Boden-Pokémon. Ja. Drakim arbeitet mit Erdbeben und seiner Schwebetaktik. Wir hätten so lange austauschen können. Wir hätten. Ja, hat Lippomentus einen Solarstrahl angefangen? Nee, ne? Nee. Dann Mantax. Lippomentus war allerdings noch nicht dran, glaube ich. Oh, okay. Na, ja, egal. Erdbeben. Okay. Trifft man nur so ein Flora. Eben. Obwohl, das trifft ja auch seinen Partner. Nö. Doch. Ah, ja. Ach ja. Schwebe. Schade. So, Aquavelle. Wir hatten ja gesehen, dass Blubstrahl doch stärker ist als Aquavelle. Blubstrahl ist in der Tat stärker. Ja, Libeld. Aha. Ja, doch. Doch, ja. Okay. Der Führer dürfte das nicht überleben. Schade. Boah. Vielleicht hätten wir einfach heilen sollen. Wir haben Nein. Ich meine, wir haben die ganzen Heil-Items und wir heilen die ganze Zeit einfach nicht. Ist schon so ein bisschen grenzdebil. Boah, nee, aber nein, das ist für Schwächlinge. Eben. Das ist meine eigene Challenge. Alle Items kaufen und nicht verwenden. Genau. Ja. Die grenzdebil-Lock. Genau. Nebenbei? Aber jetzt fliegen alle. Also, alles gut. Stimmt. Das heißt, jetzt kommen die richtig miesen Attacken. Stahlflügel, ja, das sind doch Boden-Pokémon, ne? Das könnte klappen. Obwohl, warte. Ja. Ganz kurz. Finte auf Lippomentus. Finte auf. Warum? Okay. Und nicht auf Psycho. Ah ja, natürlich. Diese voll sinnvollen. So, Blubstrahl weiter Libeldra. Downen. Sonntag. Ja. Yay. Yep, jetzt kommt nämlich Libeldra mit seinen Feuerattacken an. Sah jetzt nicht wirklich nach Schaden aus. Viel Leben, hohe Verteidigung. Tippe ich mal ganz dreist. Würde Sinn machen.
ergeben. Vielleicht sollte man sich auf einen konzentrieren. Ja, das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Die Beldra, weil Downer. Jo. Dann in dem Fall aber Stahlflügel. Ja, komm. Und weiter Blubstrahl, auch wenn es natürlich jetzt weniger Schaden macht, dank dem tollen Sonntag. Ich hätte jetzt noch gedacht, Aquavelle wegen Verwirrung. Ja, das wäre natürlich auch was gewesen, ja. Hättest du auch sagen sollen, vielleicht. Ja, du bist Experte, nicht ich. Ja, aber deine Ideen lehne ich ja nicht grundsätzlich ab. Mach sie nur so selten. Ja. Ist Gorgon noch dran, oder? Nee. Ah, ich liebe es, wenn ich nicht aufpasse, weil ich keinen Ton habe. Doch, Skorgler ist dran. Übrigens, du bist alleine. Ja. Oh, das wird. Jetzt die Welt war. Mach alle. Ja. Hey, warum hast du nicht Aquavelle eingesetzt? Weil ich dachte, dass das vom Schaden her reicht. Hätte er nicht übertragen eingesetzt. Vor allem, weil ich wusste, ich hätte es wissen müssen, ne? Ich weiß ja, wie die KI in dem Spiel funktioniert. Aber ich war einfach so dumm. Ah, wir sind so schlecht. Sind wir das also? Ja, du bist so schlecht. Ich spiele ja nicht mit. Ja, aber du bist das Brain. Danke, dass du das fragst, Max. Ja, nun, du zweifelst anscheinend selbst dran. Obwohl, vielleicht war es ja keine Fragestellung. Vielleicht wollte ich es einfach nur irgendwie. Ist das Brain? Das wollte ich doch nie tun. Nee. Ja, nee. Ah. Mantak hält sich gut. Hättest du einfach heilen können. Das bringt nichts mehr. Balks. Warum denn? Du hältst dich verdammt gut. Ja, drück aber kaum Schaden. Irgendwann wird der Sonntag auch abflauen. Abgesehen davon würde ich jetzt allein gegen vier Pokémon kämpfen müssen hintereinander. Das wäre nicht so prickelnd. Ah, ja, ich habe jetzt das gespeichert. Ja, das ist vielleicht nicht so. Silence. Gehorchen kannst du, ja. Das ist vielleicht nicht so Silence. Das trage ich so in den Duden ein. Ja, mach mal. Jupp. Exakt eine Kopie auf der Welt wird das dann in meiner Handschrift drin haben. Nämlich meine eigene. Pack's besser in die Enzyklopädie Britannia, die lesen mehr Leute. In die Enzyklopädie. Enzyklopädie, ja. Du hast Enzyklopädie gesagt. Hab ich nicht. Doch, hast du. Ich hab's aber nicht gemeint. Trage mich hier. Der Speicherpunkt war oben. Richtig. Aber hey, Hoverboard. Yay. Und ein Verb, das mir im Türrahmen steht und mich nicht durchlässt. Per? Yay! Ah. Was machst du gerade? Du bist Bego, was hast du mit deiner hohen Stimme? Nein, es war ihre Faszination. Einen brauche ich nicht, speichern. Wupp, wupp, wupp. Dieser Rechner steht so ungünstig.
ist nicht ergonomisch sinnvoll. Ja. Neither is this tower. Oh, das weiß ich gar nicht. Huch, hallo. Ich hab's dir gesagt. Ja, egal. Sieht man eh nur den 16. Teil der Hälfte. Den 16. Teil der Hälfte. Ja. Wäre das nicht den 16. Teil? Nein, nein. Der Teil heißt 16. Ah, okay. Ne, der oben links neck ist 16. Der unten rechts ist 38. Und so weiter. Weil zwischen 16 und 38 eine direkte Reihenfolge besteht. Ja. Wir haben die Teamaufstellung geändert. Aber die kann man so schlecht voraussehen. Ich weiß. Aber man kann doch wenigstens... Hätten man machen können, ja. Haben wir nicht gemacht, jetzt ist es eh zu spät. Eben, also mal nachdenken. Wir haben Käferstahl und wir haben wieder Boden Psycho. Und alle von diesen dummen Viechern können schweben. Mhm. Ich würde fast sagen, ich tausche erstmal aus, ne? Würde ich wahrscheinlich auch fast sagen. Witzigerweise. Davon ab. Das ist natürlich blöd, dass die alle auch Erdbeben und so können. Eben deswegen. Aber ich würde fast sogar sagen, dass man sowas wie Amphoros theoretisch nehmen könnte. Wegen der Effektiv gegen Stahl. Effektivität gegen Stahl, meine ich. Joa. Könnte man. Obwohl, ich weiß nicht, wollen wir Ariados auswechseln? Würde ich fast sagen, ja. Weil ne, Kaffee ist... macht weniger Schaden. Greift Ariados erstmal an. Matschbombe auf... was war das? Lepomentas? Oder kommst du mir, was jetzt kommt? Voll auf Forstelka erstmal. Obwohl, Ariados wird ja, nur ganz, ich denke noch kurz nach, Ariados wird ja auch von der Psycho-Attacken von Lepomentas ziemlich auseinandergenommen. Da war ja was. Mhm. Ach doch, komm, was soll's, wir wechseln auf Ampharos. Also Ariados auf Ampharos. Ja. Was ich mit Kaifel anfangen soll, weiß ich eh nicht, der arbeitet mit Bodenattacken und... Okay. Die sind hier nutzlos, größtenteils. Nehmen wir kurz zur Sicherheit. Jo, passt. Die würden alle gut Schaden machen, aber... Joa. Die schweben halt alle. Eben. Ja, ein Blizzard bringt halt nicht viel. Jetzt sowas wie Erdanziehung oder so, wäre toll. Aber das gibt's in dieser Edition, glaube ich, noch gar nicht. Es kommt jetzt der Diamant und Perl, glaube ich, dazu. Ah, doch. Ja, ist ja eigentlich auch in den seltensten Fällen sinnvoll. Ja, aber in diesem hier... Ja. Wäre es tatsächlich. Ich würde sagen, Blizzard. Warum auch nicht? Ja, ne? Das ist auch das Einzige, was halbwegs Schaden macht. Eben. Ja, so ein Tag. Toll. Ja. Aber es macht ja Eis, glaube ich, nichts, ne? Nö. Was voll sinnvoll ist. Jo, ist es. Pokémon-Logik. Wenn so ein Blizzard einmal zum Blubstrahl wird, das wäre natürlich wieder faszinierend. Nebenbei, wie konnte... oder wieso hat das... hat er trotzdem so... ach, wegen Kaifen, okay, ja. Okay. Oh, nun ja. So, Donnerblitz. Forstelka? Ja. Ja, Ampharos ist eh tot nächste Runde. Nicht, wenn ich es ändern kann. Stimmt. Ja, du kannst mir
Angreifer wird für eh wenig tun. Ja. Limo. Limo? Ja. Angriffsbrüche 80 Schaden? Ja. 74. Natürlich kommt die Schutzschild-Taktik von dem Vieh. Hat Forstärker nicht schweben? Warte. Und ja, ich hab mir... Denke ich. Forstärker hat nicht schweben von dem Kerl. Hm. Wir hätten mit... Du kannst da mit Schaufel rangehen, theoretisch. Oh. Okay. Heile ich jetzt, oder... Mach ich das? Du könntest heilen. Kommt doch an. In dem Moment ist es vor Keifel dran wahrscheinlich, naja. Oder? Ja. Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, mach einfach, wie du Lust hast. Dann nochmal Donnerblitz und Keifel gräbt sich ein. Auf Frostalker. Ah, okay. Nun ja. Es ist mit dem momentanen Team halt doch echt verdammt schwer. Ja, und besseres kriegen wir halt nicht so auf die Schnelle. Besseres kriegen wir an sich nicht. So. Ja, Mantax raus auf jeden Fall. Mantax, okay. Ja, einfach nur, weil das das einzige Pokémon ist, das ein bisschen was aushält. Okay, und... Erstmal nachdenken. Theoretisch ist Sonntag noch aktiv. Für wie lange auch immer. Ja, da macht so ein Flora Sinn, ja. Auch wenn Montag jetzt immer noch gerecht ist, naja. Ja, egal, es hält am einen, es hält was aus. Und es ist immun gegen Erdbeben. Ja. Unser Flora ist quasi immun gegen Erdbeben.